Und das hier sieht doch schwer nach einem Endgegnerkampf aus. Lasst mich raten, gegen wie wir kämpfen dürfen. Es wird wohl der eben angesprochene Omega-Pirat sein. Habe ich recht? Es sieht zumindest... Ja, der sieht... ja, brennende Augen. Chill mal eine Runde. Der sieht ein wenig aus wie ein Zombie, kann das sein. Und der sieht auch ein bisschen groß aus. Und ein wenig Fasern durchströmen. Boah, Hilfe. Okay. Hallo, neuer Eintrag. Typus Omega-Pirat. Die stärkste Einheit der Elite-Piratenarmee. Ich habe mich schon ein wenig drauf vorbereitet, ja. Der Omega-Pirat kann sich aus dem normalen sichtbaren Spektrum ausblenden. Heißt, Echovisor. Nicht Echo, X-Ray. Wieso komme ich... Ich habe schon die ganze Aufnahme lang Echovisor gesagt, kann das sein? Das tut mir leid, egal. Während dieser Tarnung ist er verletzbar, da die gesamte Energie der Abwehrsysteme zu diesem Zweck umgeleitet wird. Durch direkten Fasernkontakt ist er fähig, verletzte Gewebepartien und Organe zu regenerieren. Da dieser Gegner alle Errungenschaften des Elite-Piraten-Programms in sich vereint, ist mit äußerster Vorsicht und maximalem Waffeneinsatz vorzugehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, mein Freund, wir sollen auf jeden Fall dich schon mal abschießen. Okay, Beam-Waffen... Wow. Ja, das sieht schon mal schwer mächtig aus. Gegen Beamwaffen ist er unverwundbar, haben wir gehört. Das heißt, ja, das hat doch mal Schaden gemacht. Okay, wir müssen ihm anscheinend alle Teile abschlagen. Erinnert mich ein bisschen an den Kampf gegen Tardus. Euch auch? Also mich auf jeden Fall. Boah. Ja, wie viel zieht der denn ab, bitte? Ach du Scheiße. Ja gut, das war jetzt blöd. Aber der zieht schon eine ganze Menge ab. Und so wirklich ausweichen komme ich auch nicht zurecht. Das könnte ein schwieriger Kampf werden. Ja, das könnte ein sehr schwieriger Kampf werden. Puh. So, ins Knie, mein Freund. Meine Freund, ja, genau. Und jetzt, nein, ach, in solchen Situationen muss man eigentlich nur stehen bleiben und Doppelsprung machen, aber ich bin zu beschränkt dafür. So, jetzt hier, nein, ah, der hat ja immer noch das Ding. So, jetzt, nein. Ja, man darf natürlich auch nicht in seiner Schussbahn stehen. Ach, ja, super. Gut, da war ich toll. Ich bin ausgewichen und dann so ein Fail. Ja, immerhin. So, und jetzt? Ab in X-Ray-Bereich? Nee? Ach, jetzt muss ich ab in X-Ray-Bereich, genau. Okay. Wo bist du, mein Freund? Hinter mir. Hinter mir? Wo? Hä? Du bist zu schnell. Da war er doch. Seltsam. Ach, hier sind normale Gegner. Okay. Oder ist das die... Nee, das ist nicht der Omega-Pirat. Das sind irgendwelche Random Bobs. Ach, das ist ein Powerbeam. Ja, toll. Und es spawnt natürlich noch kleine Piraten. Das ist auch sehr fair, mein Freund. Hätte ich ihn jetzt vorher treffen können? Das finde ich, ist eine gute Frage, weil ich habe keine Ahnung. Weil jetzt ist er ja wieder vollkommen regeneriert. Das ist dementsprechend blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Irgendwie, wir ziehen ihm halt nichts ab. Das ist ein Problem. Aber wir können ihn dauerhaft treffen. So, jetzt vielleicht. Nein. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinen dämlichen Kugeln. Willst du mich verarschen? Ja, greif an, aber triff nicht, bitte. Ja, also ich glaube, diesen Kampf werden wir beim ersten Mal in jedem Fall verloren geben müssen. Weil wir haben ihm bis jetzt noch nichts abgezogen. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich ihm was abziehen soll. Ich meine, Schwachstelle im X-Ray-Bereich. Okay. Habe ich verstanden. Aber wie treffen? Und meine Missiles sind auch bald weg. Okay, dass ich den jetzt da getroffen habe, war mehr Glück als Verstand. Okay. Nein, nicht so. Echo. Wo ist jetzt seine Schwachstelle? Im Innern? Nein. Jetzt sollte ich ihn eigentlich treffen. Aber wo befindet er sich? Das ist, finde ich, so die hauptsächliche Frage. Okay. Ne, hier ist irgendwo Fasern, ja. Also irgendwie, ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier jetzt? Wavebeam. Oder müssen wir ihn tatsächlich viermal hintereinander alles weghauen? Weil jetzt kommen ja auch neue Piraten und
und so weiter und so fort. Kann das echt sein? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Piraten sind vielleicht auch nur dazu da, damit wir wieder ein bisschen Energie zurückbekommen, tatsächlich. Wow, das war jetzt hart. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder auch Missiles zum Teil, weil die gehen hier auch relativ schnell wieder kaputt. Ja, wunderbar. Also die Beine gehen immer... Also die Beine, das ist echt kein Problem. Aber dann, wenn er sein dämliches Absorbierschild hier auch immer wieder auspackt, dann ist wieder hart. Also ja, so können wir natürlich weitermachen. Aber ob das jetzt wirklich das Rätsel der Lösung ist, wie man ihn besiegt, das ist, finde ich, eine ganz andere Frage. Aber okay. So. Nein, schade. Hätte klappen können, hätte klappen müssen. Ja, jetzt greift er wieder an. Ah, Doppelsprung, ja, wunderbar. Ach, Mann. Der Kampf ist zu lang und er stößt mich gegen Wände. Das ist miese. Ich sehe nichts. Würdest du mal bitte aufhören, mich dazu zu bringen, dass ich nichts sehe? Ja. Ja, immerhin. So. Und jetzt, was steht hier? Also, er kann sich aus dem sichtbaren Spektrum ausblenden. Während dieser Tarnung ist er verletzbar, da die gesamte Energie der Abwehrsysteme zu diesem Zweck umgeleitet wird. Okay, vielleicht sollen wir auch einfach mal den Terminvisor einschalten. Und vielleicht sehen wir ihn dann. Ich meine, da hinten... Nee, da ist er nicht. Ja, wo ist er denn? Das ist für mich jetzt so... Also wenn er sich zurückzieht, das hier wieder Wave, das sind wieder Wave Beam Piraten. Okay. Ja, das ist natürlich noch dämlicher, weil jetzt bin ich mir fast sicher, dass wir ihn irgendwie treffen müssten. Aber wie? Da ist er, ja, aber... Kann sich aus dem sichtbaren Spektrum zurückziehen. Wie soll man ihn da treffen, wenn ich sehe? Das ist höchst unlogisch, meiner Ansicht nach. Aber okay. Ja, okay, hau mich ruhig weg, wen kümmert's? Ja, fangen die ganzen Missiles ab. Ich meine, so lange kann es ja auch nicht dauern, der Kampf, weil ansonsten sind die Missiles leer, bevor man überhaupt irgendwas erreichen kann. Missile Forward erschöpft, ja, das sehen wir jetzt schon. Also wenn wir sie richtig machen, dann schieße ich ja... Und wieso, wie sehen wir auch dauerhaft irgendwas anderes von ihm an? Das finde ich noch ein wenig fragwürdiger tatsächlich. Ja. Nee. Ja, nee. Nee. Nee, also der Kampf hier, der will mir gerade gar nicht gefallen. Und wir haben keine Missiles mehr. Ja. Jetzt kann ich ihm höchstens noch so versuchen, ein bisschen aufs Bein zu schießen. Wenn das klappt, einfach nur die ganze Zeit auf dem Boden hämmern. Nee, auf dem Boden, nicht auf dem Boden, auf dem Controller. Er hämmert auf dem Boden. Und ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist das sogar sinnvoller, weil da trifft man ihn wenigstens mal. Okay. So, und jetzt? X-Ray. Er zieht sich auf dem sichtbaren Spektrum zurück. Ja. Und jetzt? Das ist für mich die größte Frage. Wohin jetzt? Er kann sich durch Fasern regenerieren. Heißt ja im Prinzip... Aber wir sollen da hin, oder? Kann das sein? Plattform aktiviert. Ha! Das macht natürlich Sinn. Okay, gut. Es tut mir leid, ich war dumm. Können wir nicht durch? Ja, gut, das war... Abzusehen. Wenigstens sehen wir jetzt auch mal, wie man stirbt. Lebenserhaltungssystem. Kritisch. Offline. Game over. Ja. Letzten Speicherstand fortsetzen. Okay, jetzt haben wir auch wenigstens verstanden, wie der Kampf so in etwa funktionieren soll. Schöne Sache. Wäre ganz sinnvoll, wenn man sich vorher in der Endgegnerumgebung auch umguckt und nicht einfach blind drauf losschießt, ist klar. Aber ich nehme an, wenn wir wissen, wie wir ihn besiegen, dann ist er auch machbar. Wieso ist jetzt auf einmal wieder dunkel? Hä? Das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr jetzt wirklich noch Matrix hinspawnen. Anscheinend doch. Jetzt muss ich sogar noch ein paar Missiles opfern hier. Das ist ja ganz schwach. So, Echo.
Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Meine Fresse. Ein bisschen angepisst bin ich jetzt, aber auch nur, weil man wieder ganz seltsam zu erkennen ist, wie man den Endgegner ausschalten soll tatsächlich. Haben wir vorher eigentlich irgendwas eingesammelt? Ich glaube nicht, nee. Hier war noch ein Plasma-Beam-Pirat, der eigentlich herzlich wenig kümmert. Ja, also nach dem ersten Mal, wo ich ihn besiegt hatte, habe ich mir schon gedacht, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Also nicht besiegt, sondern die ganzen Fasern-Dinger da abgeschossen. Da kann irgendwas nicht stimmen, habe ich mir schon gedacht. Aber dann kamen diese Wavebeam-Piraten im zweiten Anlauf und habe ich mir gedacht, das ist doch ein Fortschritt. Also muss da ja wohl irgendwas funktioniert haben. So, jetzt kennen wir erstmal das Ding, Plattform aktiviert. Können wir damit jetzt eigentlich schon hochfahren? Nee. Also ich glaube ja, das Ding hier aktiviert sich erst, wenn wir... Ja, zunächst mal müssen wir ihn aktivieren. Wenn wir ihm diese Fasern-Dinger abgeschossen haben. Ja gut, die Sequenz können wir überspringen, die kennen wir mittlerweile. Ja, ich glaube, so läuft es. Irgendwie. Könnte sein, muss nicht sein, aber... Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem... Ach, das Schild ist echt nervig. Hö, wo hat er mich denn jetzt hingeschlagen? Das finde ich das Nervige, wenn man dann den Überblick irgendwie verliert. Ja, jetzt aber. Ach Mann, man muss echt die Situation abwarten. Nicht immer blind drauf los direkt. Genau, jetzt warten, bis er sowas macht und dann ging's bei. Ja, ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Und jetzt geht der Arm. Ja, also ohne Mist. Wenn man das ein bisschen mit Bedacht macht, nicht gleich wieder drauf hämmert. Ja. So, kommst du her? Schlacken auf den Boden, dann haben wir es. Ja, genau. Und jetzt. So, und jetzt. Wo ist der Aufzug? Hier ist der Aufzug. Okay. Okay, aber irgendwie. Plattform aktiviert. Wie komme ich jetzt dahinter? Das ist für mich jetzt so die elementare Frage. So nicht. Hier unten? Nein, das ist... Vielleicht einfach mal mit einer Powerbombe. Nö, das legt die Piraten um, aber bringt irgendwie nichts. Ja, jetzt kommt er wieder. Hä, wo soll ich denn hier lang? Oder muss ich das erst abschießen? Es ist gerade alles ein wenig sehr seltsam. Wavebeam-Pirat, okay. So, da hängt's an der Wand fest, ja. Ja, so ein bisschen muss ich echt noch rausbekommen, wie ich den hier besiege. Es tut mir leid, wenn das jetzt nervig oder langweilig ist oder wie auch immer. Ja, und jetzt macht er natürlich wieder seinen Schutz an. Das kleine Riesenbaby hier. Ja, immer auf dem Boden, meinetwegen. Ja, also... Diese Form hier, mittlerweile... Man muss sich eigentlich nur aus seinen Klauen halten, fernhalten irgendwie. Und dann ist das echt kein Problem. Was mich stört eben, ist noch, was mache ich, wenn ich ihn einmal getroffen habe. Dann, keine Ahnung, was dann. So, nein. Oh, man darf ihm echt nicht zu nahe kommen, weil dann macht er, setzt er direkt so einen Bimba-Schlag an. Schrecklich. Ja, genau. Lächerlichste Attacke ever. So, und jetzt? Also, was mir auffällt, bei diesen Fasern-Dinger hier, kommt irgendwas Seltsames raus. Nee. Hä? Was ist denn das? Wie zum Geier soll man hier durchkommen? Ich weiß es echt nicht. Also das ist... wahrscheinlich braucht man das noch für einen späteren Verlauf vom Kampf irgendwie. Aber wenn ich noch nicht mal... Ja, hier wird er jetzt wiedergeboren. Das ist herzlich schön, aber... Ich verstehe es nicht. Bitte erklärt's mir. Gut, jetzt bringt es wahrscheinlich nichts, weil wenn ihr das hier schreiben werdet, dann werde ich es wahrscheinlich schon rausgefunden haben. Aber ich verstehe es echt nicht. Wie soll das funktionieren? Hallo? Das ist viel zu seltsam. Jetzt kommt er auch noch mit seinen kleinen Piratenkumpeln und haut sie beide weg. Ja, und haut mich jetzt gleich weg.
Aber ich hau ihn vorher noch einmal weg. Aber nur einmal. Ja, einmal mehr. Ja, komm her. Pinne. Wie auch immer. Und jetzt? Ah ja, gut, wir hätten nochmal scannen können. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Idee gewesen, aber das bringt trotzdem nichts. Eine Plasma-Blüger. Ist das ein Bug, dass das hier nicht aufgeht? Oder was ist das? Oder muss man hier irgendwas machen? Ich sehe es echt nicht. Es tut mir leid. Das ist zu seltsam. Hiermit hat es irgendwie auch nichts zu tun. Gut, es kann sein, dass das irgendwie Strom braucht oder so. Und ich das jetzt noch nicht gefunden habe, aber sowas während dem Kampf einzubauen, finde ich eigentlich nur asozial. Muss man da irgendwo hochgehen oder was auch immer? Ne, wir gucken uns jetzt einfach nochmal hier komplett um. Hier habe ich doch eben was zum Scannen gesehen, oder? Nö. Und da oben muss man auch irgendwie hinkommen. Also. Vielleicht hat es doch auch gar nichts mit dem Transporter zu tun. Wäre die andere Möglichkeit. Dann suche ich jetzt gerade irgendwelche Sachen, die nicht da sind. Mag sein. Was wir jetzt nochmal machen können, da wir ja eh noch ein paar Missiles haben und vielleicht draufgehen. Ich aktiviere nochmal einen Flammenwerfer. Der gar nichts bringt. Juhu. Dann probieren wir es nochmal mit dem Supermissile und dann gucke ich mir nochmal ganz genau an, was er macht. Hallo, würdest du einfach mal bitte auf meine Fresse gehen? Ja, toll. So, mal eins platt gemacht. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem. Ich hau auf den Boden, ich bin so cool. Und jetzt kommt er mit dem da. Und mit dem da. Und tschüss. Ist da noch ein für mich? Vielleicht ja schon, wer weiß. Ah, du machst noch. Gut. Danke. So, wir lesen es nochmal ganz genau durch. Kann sich aus dem sichtbaren, normalen Spektrum ausblenden. Während dieser Tarnung ist er verletzbar, da die gesamte Energie der Abwehrsysteme zu diesem Zweck umgeleitet wird. Durch direkten Faser und Kontakt ist er fähig, verletzte Gewebepartien und Organe zu regenerieren. Da dieser Gegner alle Errungenschaften, ja, maximaler Waffeneinsatz. Ja, jetzt disappariert er oder wie auch immer. Genau. Und jetzt? Passiert. Da oben irgendwas? Das hier finde ich zumal ein wenig seltsam gerade. Aua. Ja, komm, einmal noch drauf schießen. Okay. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn zu verletzen während dieser Ruhepause. Oder wie auch immer man es nennen will. Wir können uns natürlich den Raum jetzt nochmal ganz genau angucken, aber ob das jetzt wirklich hilft. Also es tut mir leid, ich kann. Wenn ich probier's jetzt nochmal. Wenn es nicht klappen sollte, schneide ich das einfach zurecht, weil ansonsten macht das für euch keinen Sinn, dann macht es für mich keinen Sinn, sowas zu zeigen. Dann ist das einfach so. Dann werde ich es rausschneiden. Ist ja auch okay. Ist ja jetzt nicht kein großes Ding, aber dennoch, es regt auf. Ja, meinetwegen, dann triffst du mich eben. So, würdest du mal bitte eingefroren werden? Danke. So, einmal noch gucken. Hier ist es, Elitequartier. Nee, ich sehe da echt keine Möglichkeit. Also, zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder das hat was mit dem Transporter zu tun. Okay. Entweder das hat was mit dem Transporter zu tun. Dann verstehe ich nicht, wie man an den Transporter rankommen soll. Zweite Möglichkeit, der Transporter ist nur dafür da, dass man nach dem Kampf irgendwie nach oben kommt. Wäre auch denkbar. Ich meine, das ist eine Barriere davor, okay. Dann verstehe ich aber nicht, wie man ihn treffen soll, während er sich regeneriert und nicht mal mit dem X-Ray-Visor sichtbar ist. Oder kommt es mir so vor, nur so vor, dass er mit dem X-Ray-Visor nicht mal sichtbar ist? Ich weiß es nicht. Mir kommt es so vor.
Und den Terminvisor hatten wir auch mal an, haben ihn nicht gesehen. Können beides jetzt nochmal probieren. Aber zunächst mal, ich gucke im Raum nochmal ein wenig mich um. Hier oben. Was haben wir denn da zum Beispiel? Der sieht doch sehr verdächtig aus. Ja, das hier ist Fasern, das weiß ich. Hier das. Kann man nicht zerstören. Ah ja, man kann es aber, nein, das war blöd. Ja, jetzt haben wir wieder aktiviert. Schön und gut. Wir können nochmal scannen. Juhu. Omega-Pirat, genau. Und hier haben wir Plattform aktiviert. Es aktiviert wirklich nur diese Plattform da drin. Also meiner Ansicht nach gibt es hier nichts Wirkliches, was wir holen können. Dementsprechend muss man ihn ja irgendwie sehen können. Ja, toll, das war jetzt behindert. Ja, ich weiß. Egal. Und, ja, wir probieren jetzt einfach nochmal, ihn so fertig zu machen. Und was ja auch nervt, sind diese dämlichen Piraten. Hätte man echt, zumindest beim allerersten Mal, wo man ihn hier in dieser Form trifft, hätte man die Piraten noch weglassen können. Da weiß der Spieler wenigstens, was er machen muss, wenn er es denn rausfindet bis zu dem Zeitpunkt. Und daraufhin kann man dann die Piraten mal einführen. Also wenn der Spieler schon weiß, wie es geht, dann ist das meiner Ansicht nach auch fair. Aber so... Ja, okay. Okay, wir müssen ihn einfach nur anvisiert lassen. Okay. Seltsam? Fragezeichen. Hä, wo ist der hin? Nee, jetzt ist er wieder da. Aha. Ah, okay. Ja, okay. Gut, es macht Sinn. Es tut mir leid. Es ist echt einfacher als gedacht. Sorry. Auch wenn ich das ihn verfolgen und so ein wenig seltsam finde. Ganz klein wenig seltsam, aber okay. So, dich hätten wir auch. Wunderbar. Dann können wir... Ja, wir müssen ihn eigentlich nur... Wie es hier aussieht, müssen wir ihn dreimal treffen? Viermal treffen? Viermal treffen. Ich nehme an, es ist viermal, ja. Könnte ich mir vorstellen. Man muss eigentlich nur aus der Reichweite bleiben, dann kann er in der Form hier relativ wenig anhaben. Wenn er einen direkt in der Mangel hat, ist natürlich immer blöd, aber okay. Und dann eben, wie gesagt, mit dem Echo-Visor immer nur schön folgen. Auch wenn er sehr seltsame Wege geht zum Teil, aber okay. Dann würdest du... er lässt sich gar nicht anvisieren jetzt. Oder? Ne, er lässt sich gar nicht anvisieren. Werden die dadurch getroffen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen wir gucken, dass wir ihn beim Wiederspawn genau jetzt treffen. Oh ne, wir müssen sogar nur dreimal treffen. Oh, es ist echt so ein einfacher Kampf eigentlich. Es tut mir so leid. Ich hätte es gerne besser gemacht. Ich hätte es gerne früher entdeckt. Aber ich bin mal jetzt beschränkt gewesen. Ich hoffe, an alle, die bis jetzt hier noch dabei sind, wird es wenigstens kein Höllenspektakel. Weil wir ihn jetzt hoffentlich relativ schnell besiegen. Jetzt nicht nochmal drauf gehen, weil ich meine, wir haben noch mehr als die Hälfte der Container. Und so schwierig konnte der Kampf jetzt ja auch nicht werden. Also, ist ja kein Endboss. Glaube ich zumindest. Bis jetzt noch nicht. Nee. Ach, schade. Wo haben wir noch einen? Hier haben wir noch einen. Ja, du kannst natürlich auch nochmal gerne drauf gehen. Würdest du dich auch mal treffen lassen? Oder? Ja gut, oder dein Kumpel bringt dich um. Jetzt natürlich auch. Nee, jetzt trifft er mich. Oder auch nicht. Okay, abgehauen. Gut. Boom, weg damit. Ja, jetzt torkelt er schon teilweise. Also, wenn man weiß, wie es geht, der Kampf, echt null Problem. Aber das mit dem Echo-Visor, ich meine, gut, ich hätte ihn länger verfolgen können. Aber wenn die Piraten da sind, dann denkt man nicht daran, dass man erst noch warten muss, bis er sich versucht zu materialisieren und dann erst irgendwas... Wann schießt der denn jetzt? Also den einen kannst du jetzt auch noch aufgeben, oder? Ja, kannst du. Gut, hätten wir das auch gesehen. Also wir brauchen jetzt wirklich nur einen Treffer, dann ist ja Geschichte anscheinend. Ja.
Okay, jetzt ist nur die Frage, an welchem von beiden Punkten wird er auftauchen? Es gibt ja eigentlich nur den einen Punkt, von daher eigentlich nur den Piraten jetzt ausweichen, warten bis er spawnt und dann... Er spawnt doch hier, oder? Ich hoffe es. Ne, er spawnt da hinten. Kacke. Zieh. Ja, und... Ah, wir müssen ihn doch nochmal treffen. Okay. Ja gut, das sind jetzt nochmal ein paar Wavebeam-Piraten. Wenn ihr wollt, dann bitteschön. Waren wir jetzt zu schwach im letzten Angriff? Oder ist das so vorgesehen? Oder hätten wir ihn sogar noch stärker verletzen können irgendwie? Ich wüsste jetzt nicht wie, aber... Na gut, ob wir jetzt in einmal mehr oder einmal weniger treffen müssen, ist im Endeffekt... glaube ich, dann auch nicht so schwierig. Na, das war jetzt blöd. Uns dürfen halt nur nicht die Missiles ausgehen. Das wäre der einzige Kritikpunkt. Okay. Also jetzt noch nicht zu früh sicher sein. Immer noch ein bisschen überlegt spielen, wollte ich gerade sagen. Und dann haue ich die nächste Super Missile weg. Juhu. Egal. Ich denke, dass... Ja, wir haben nicht so 50 Stück dürften reichen. Mittlerweile läuft's rund. Ich hatte zwar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gedacht, ich muss mir jetzt echt im Internet gucken, wie man den ausschaltet. Aber glücklicherweise war dem nicht so. So letztes Mal. Jetzt darf ich auch nur nicht verwechseln, wo er spawnt. Aua. Ja. Ich darf auch nicht einfach gegen ihn laufen. Das wäre vielleicht auch mal ein ganz guter Plan. Ich laufe einfach jetzt ein bisschen hin und her und gucke, wo könnte er spawnen. Eigentlich hier? Gibt's noch eine andere Stelle? Gute Frage. Ah ja, da hinten, okay. Gut und tschüss. Das war's, der Omega-Pirat ist down. Es hat ja nur eine halbe Stunde gedauert oder so. Es tut mir echt leid, ich hätte es wesentlich schneller machen können. Vielleicht schneide ich einen Versuch auch einfach raus, weil... in dem haben wir ja sowieso nichts rausgefunden. Ja, und jetzt wird er hier von dem ganzen Phason aufgefressen und ja. Hätten sie die Schwachstelle beseitigt, dann wäre es ja gut gewesen. Okay. Hallo. Du siehst ein ganz klein wenig aus wie ich. Ach nee. Okay, das sind wir. Okay, gut. Phason-Suit. Juhu. Dein Anzug wurde reinem Phason ausgesetzt. Die dadurch ausgelöste Veränderung verhindert Beschädigung durch Phasonstrahlung. Ich wusste es, dass wir sowas noch bekommen. Endlich. Genialität. Jo. Damit sind wir so gut wie unbesiegbar. Übermächtig zugleich. Gut, da können wir jetzt wieder zurückgehen. Eine Sache zunächst noch. Wir haben in einem Bereich, sind wir einfach... mit dem Morph Ball nicht so weit gegangen, wie wir hätten gehen können. Da können wir nochmal gucken, ob es da auch noch was gibt. Ansonsten, ja, genial. Wir sind geschützt vor Phason und haben den Omega-Piraten weggehauen.